Hallihallo, heute mal ein kleiner Tipp. Ich habe da wieder mal ein bisschen was gemalt. Ich habe da wieder ein bisschen was gemalt. Und zwar war unter Ubuntu 13.04 hier so ein schönes Thema. Hintergrund der Arbeitsfläche ändern und das hieß Brother Typewriter. Brother Typewriter. Das sieht normalerweise so aus. Und ich zeige euch mal, wie ich das so verbastelt habe, dass da The Rack Runner steht. Gut, und das machen wir jetzt gerade mal, und zwar mit GIMP. GIMP, Bildbearbeitung. GNU Image Manipulation Programm. So, Datei, jetzt müssen wir erstmal das Original haben. Das liegt nicht in unserem persönlichen Ordner, sondern im Dateisystem. In USR oder doch User. Kommentiert mal. Share. Und dort dann im Ordner Backgrounds hier unter Ubuntu 13.04. Und dann sehen wir dieses Bild. Das öffnen wir mal. Das können wir dann wieder unter einem anderen Namen speichern und so weiter. Gut. Als nächster Schritt Bild, Transformation, horizontal spiegeln. Jetzt ist es quasi lesbar. Das ist jetzt für uns wichtig, damit wir hier dran ein bisschen spielen können. Wir machen das jetzt mal mit einem Buchstaben. Ich habe für mein Ding ein paar Stunden gebraucht. Jetzt mit Steuerungstaste und Rollrad nach vorne drehen kann man das größer und kleiner machen. Wir suchen uns also erstmal einen dieser Buchstaben aus. Dann gehe ich hier oben mal. Im Moment habe ich Schwarz als Vordergrundfarbe, will ich nicht. Ich mache das jetzt mal umgekehrt. Jetzt ist Weiß die Vordergrundfarbe. Dann stelle ich die Größe der Schrift ein. Wenn ich hier auf das A klicke, kriege ich die Größe der Schrift. Und ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert. Ich weiß, 140 passt. Ne? Beachtet dabei, dass jeder Buchstabe anders groß ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wisst, der ist 140 und der ist so und so groß, dann vielleicht als zweites den Buchstaben machen. Dann habt ihr die Größe und die anderen könnt ihr dann vermitteln. Bekommt dann einen relativ flüssigen Verlauf der Buchstaben. Gut, dann kriegt ihr also die Größen raus. Als Schriftart habe ich dann nicht Sans gewählt, sondern Serif. Das passte irgendwie besser zu dem Thema. Nun zu unseren Buchstaben. Ich knall da mal was hin. So, jetzt erscheint da einfach nur so ein Eckchen. Dann drücken wir mal das Shift-R, ein großes R. So. Mehr müssen wir dann in dem Moment schon gar nicht tun. Damit man das R gescheit verschieben kann, gehen wir hier auf das Symbol, das aussieht wie so eine Kreuzung, verschieben. Wir klicken auf einen weißen Bereich des R's und das R ungefähr da positionieren, wo einer der anderen Buchstaben ist. Gut. Wir sehen, wir haben zwei Ebenen. Einmal das R's, eine Ebene für sich und das Hintergrundbild ist eine Ebene für sich. Da können wir hin und her schalten. Wir bleiben nochmal auf den R. Das R, man sieht's, es ist nicht ganz parallel zu den Linien, die diese, ja, wie nennt man das, Schreibmaschinen, Anschlags, Gedönsrad da benutzt. Also brauchen wir noch was zum Drehen. Hier ist Drehen. Dann klicken wir wieder auf dieses R und schieben das hier mal weg, ne? Das stört im Moment. Das stört. Und jetzt sehen wir da so ein Kästchen drumherum. Wir klicken mal den oberen Rand von diesem Kästchen, halten die Maus fest und schieben. Und zwar so lange, bis die grauen Kästchen ungefähr in der Richtung sind wie dieses Schreibmaschinen-Draufhau-Gedönsrad-Dingen und drücken auf Rotieren. Jetzt ist das schon mal in der richtigen Richtung. Ich gehe mal mit Steuerung und Rollrad nach vorne ein bisschen näher ran. Also, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Hinten dran sieht man immer noch das T, das da früher mal war. Das verschmiere ich jetzt. Ich gehe erstmal auf die Ebene, die dahinter ist. Man kann nämlich die Ebene dahinter ruhig verschmieren, ohne dass das vordere R kaputt geht, denn das liegt ja auf einer anderen Ebene. Ich bin also auf der Ebene, wo die ursprünglichen Buchstaben sind. Gehe auf den Verschmierer hier. Jetzt gehe ich erstmal probehalbe mal hier in die Nähe. Ich sehe dieses kleine Kreischen hier, das ist mir eigentlich zu klein. Das ist mein Verschmierfinger. Im Moment ist er auf 20. Ich mache den mal größer, damit ihr das hier seht. Jetzt ist er sehr, sehr groß, ja. Ist mir das zu groß, gehe ich mal auf 30. Jetzt linke Maustaste drücken und einfach mal ein bisschen schmieren. Ich habe jetzt vor, die Kontur des R's so ein bisschen nachzuformen. Ich verschmiere aus dem schwarzen Bereich etwas um die Kontur des Buchstabens R rum, so dass es so aussieht, als wäre der Schatten vom R und nicht vom T. Also ich muss immer etwas von dem Schwarz wegarbeiten, von den Bereichen, die nicht dazu passen, zu den Bereichen hin,
die R-mäßiger aussehen. Ja, das ist jetzt auch wieder ein Begriff. R-mäßig, ne? Also da oben klicken, loslassen, klicken, loslassen, klicken, loslassen, klicken, loslassen. Verschmiert so ein bisschen, aber wie gesagt, dieses Bild, das ich da gewählt habe, ist an sich teilweise auch in weiten Bereichen unscharf und deshalb ganz gut geeignet. Hier wäre es vielleicht noch ganz schön, wenn das R hier so einen kleine Sicke hätte. Ne? Da kann man immer so ein bisschen reinschmieren. Ne? So ein bisschen anformen, dass es ähnlich aussieht. Es muss jetzt noch nicht ganz perfekt sein. Hier ist noch zu wenig schwarz und so weiter. Und das macht ihr natürlich später mit jedem Buchstaben. Hier hole ich mir etwas schwarz aus der Mitte, damit es wieder ungefähr eine gerade Kante gibt. Und wie gesagt, ich verschmiere hinter dem R, das Weiß von dem R selber verschmiere ich nicht. Kann ich gar nicht, denn es liegt auf einer separaten Ebene. Ich kann also den Hintergrund, der dahinter ist, so ein bisschen verformen. Das wäre vielleicht mal der erste Schritt. So, das soll mal genügen. Ihr macht es natürlich ordentlicher und länger und verbraucht aber am Anfang nicht zu viel Zeit, denn ihr müsstet das ja x-mal tun. Ne? Also hier in dem Bereich sieht es noch nicht so gescheit aus. Da muss man es vielleicht noch mal ein bisschen wiederholen. Ist aber jetzt erstmal okay. Vielleicht reicht euch das ja schon. Vielleicht reicht euch das ja schon. Wenn nicht, gut, mir hat's nicht gereicht. Euch reicht's vielleicht schon lang. Gut, ich bin immer noch auf dem Hintergrund. Ich klaue mir jetzt ein bisschen eine Farbe, die so ähnlich aussieht wie die Farben von diesen Haumich-drauf-Dingen. Und zwar nämlich die Pipette und klaue mir mal eine Farbe. Das ist jetzt hier so ein Grau geworden. Mit dem Grau fülle ich dann das R aus. Damit ich das R füllen kann, muss ich auf dem R sein, auf der Ebene vom R, sonst wird das nichts. So, jetzt sieht die Farbe schon etwas ähnlicher aus, aber das R sieht so zackig aus. Dann gehe ich auf Filter, Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner. Kriegst du eine Vorschau? Ja. Und sag einfach mal, okay, schwupp. Na, jetzt sieht er schon ein bisschen weicher aus. Das wird doch schon eher was. Ne? Gut. Jetzt kann ich natürlich noch mit den Farben rumspielen, zum Beispiel mit Helligkeit oder Kontrast. Oder ich habe das dann so gemacht, ich habe dann einen nächsten Effekt gemacht. Ich habe das erstmal für alle Buchstaben gemacht, soweit. Und immer zwischendurch gespeichert und immer mal unter einem anderen Namen gespeichert, falls ich mal was falsch gemacht habe. Gut, als nächstes habe ich dann einen Effekt gefunden. Ich wollte so eine Kontur, das ein bisschen leuchtet. Habe ich erstmal die Kanten gesucht wieder. Erstmal habe ich es weich gezeichnet, dann habe ich die Kanten wieder gesucht. Kanten finden. Kanten. So. Und damit kann man dann auch die Kanten wiederfinden. Sieht dann so aus. Mach mal bearbeiten. Kopieren. Jetzt mache ich mal bearbeiten rückgängig. Kanten. Damit ich den Originalbuchstaben wieder habe. So. Ich habe mir den schwarzen Buchstaben kopiert, der so ein bisschen kantig aussieht, und sage bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Da habe ich das schwarze R. Da habe ich das schwarze R. Und das andere ist das graue R. Jetzt könnte ich natürlich so lange spielen, bis die richtig schön zusammenpassen. Gut. Dann habe ich noch gesagt, ja, gut, wie gesagt, mit Helligkeit Kontrast kann ich spielen. Oder mit den Filtern Licht und Schatten, Lichteffekte. Ja, auf welchem R bin ich denn jetzt? Im Moment bin ich auf dem schwarzen R und kann mit den Lichteffekten spielen, oder ich kann aufs weiße R, also graue R, was dahinter noch ist, und kann damit spielen. Hier seht ihr einen blauen Punkt, den kann ich verschieben. Je nachdem, wohin ich den verschiebe, leuchtet so ein bisschen der Buchstabe, und ich kann den Abstand noch verstellen, wie ich es denn möchte, und die Intensität des Lichtes erhöhen, wenn ich denn will. Ich lasse es hier jetzt mal gut sein und sage, okay, dann tut sich hier unten was furchtbar Aufregendes und das Ganze sieht dann so aus. Je nachdem, wie man das macht, kann man das öfter wiederholen und dann gegebenenfalls im Filter Weichzeichnen nochmal wiederholen, nochmal okay sagen, dass das Ganze ein wenig homogener aussieht. Geht man auf den Hintergrund, dann ist der Rahmen weg und man kann sein Ergebnis beurteilen. So ungefähr könnt ihr das machen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.